Auto am Donnerstagmorgen. Ich habe gerade meinen Vierachser wieder drauf gehängt quasi. Und jetzt fahre ich erstmal zur Lieper. Dort habe ich ein Bagger zu fahren nach Hiltersberg. Und dann, ich weiß nicht, was für ein Bagger. Danach fahre ich Kaiserslautern, Vogelweh in die Hausing. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Firma wohl in Zahlungsschwierigkeiten und ich soll den Bagger holen dort. So, bei den Lieber. Fahr jetzt aber wieder leer raus, weil Bagger hat einen Defekt. Natürlich bescheiden ist, weil ich wäre ja gerne mal an dem Bagger, den ich jetzt laden soll, vorbeigefahren. Ne? Wisst nicht, wie ich das jetzt machen soll, dass ich da trotzdem mal vorbeifahre. Mit nicht hinhauen. Ich fahre jetzt mal langsam darüber, stelle mich vorne dran. Warte, bis ich den Anruf bekomme, dass ich reinfahren soll. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert noch. Hab mir schon mal ein bisschen Datenblatt angeguckt, Sennebogen. Also ich, wie gesagt, den Kettenbagger finde ich nicht, der 37 Tonnen hätte. Alle mehr. Vielleicht ist der auch schon ein bisschen älter, ich weiß es nicht. Du fährst du rein, jetzt kommt von oben einer. Eieiei, hier ist wieder ein Verkehr, halt mal. Aber ich weiß halt nicht, ob ich warten soll oder nicht. Denke, ich fahre einfach rein, weil wenn ich nichts laden kann und dann fahre ich halt einfach hier wieder raus. So werde ich das machen. Fahren. Ich könnte dann hinten dran in der Hohenecken am Bayer könnte ich drehen. Sind halt etwa 10 Kilometer Umweg dann. Müsste ich hier rausfahren. Toll, wie fahre ich jetzt? Müsste ich wieder zurückfahren nach Landstuhl? Oder ich fahre nach der. Geht das überhaupt? Nee, geht doch gar nicht. Oder? Doch, geht. Sorry. Ich bin gerade bisher. Kann ich so
und dann aber wiederfahren kann ich doch auch nicht wiederfahren. Das ist alles gesperrt. Oh, hopp. Da ist alles gesperrt da hinten aus. Checken. Jetzt müsste ich eigentlich wieder nur einen guten Kilometer wieder zurück Richtung Kaiserslautern fahren, da das aber gesperrt ist. Und hier auf dem Einsiedlerhof die einzige Überleitung eine 16-Tonnen-Brücke ist, kann ich jetzt über Land nach Landstuhl zurückfahren und dort dann wieder auf die Autobahn. Also wer so einen Schrott plant, ne? Wer so einen Mist plant, die Fahrbahndecke mal neu gemacht macht, wird gar kein Thema, aber dass man dann komplett die komplette Fahrbahn sperrt, also das ist, Daumen hoch, wirklich Daumen hoch. Jetzt fährst du wieder 35 Kilometer Umweg im Sinne der Umwelt. Nicht gefahren. So wie der Baguette da steht, hat er etwa 48 Tonnen. Weiß nicht, ob wir den dann fahren. Ich habe auf jeden Fall, werden wir jetzt eine Sondergenehmigung beantragen. Falls wir den noch fahren, falls jemand anderes den dann fährt. Es wird wieder, wer weiß, ob das noch dieses Jahr passiert. Und dann fahren wir den Bagger. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich jetzt mache. Ich fahre auf alle Fälle nach Hause, hänge meinen Dreiecksel wieder drauf. Ich vermute, ich fahre dann nach Meisenheim, hol die Planierraube 716. Und die soll runter nach Mainz ins Kraftwerk. Ich vermute, dass ich das mache jetzt. Der Tag heute ist echt zum Mitlaufen. Heute Morgen hieß es Meisenheim, Planierraube laden, runter nach Mainz. Dann war ich noch nicht im Hof draus, dann kam Fahrt zu der Lieper, lad den Bagger. Das war ein 926 mit einem Löffel und einem Reißzahn. Den Bagger angemacht, der Bagger Fehlermeldung gezeigt und noch keinen Rückruf erhalten, dass der Bagger jetzt gefahren werden kann. Dann stand ich auf der Vogelweh, wollte den Sennebogenbagger laden. Das machen wir auch nicht, weil definitiv zu viel Gewicht, zu wenig Genehmigung. Da haben wir jetzt eine Genehmigung beantragt. Jetzt sollte ich nach Hause kommen. Beziehungsweise ich bin nach Hause gefahren und wollte dann die Raupe von heute Morgen fahren. Die ist anscheinend nicht wichtig oder hat sie schon jemand gefahren. Dann sollte ich hier einen 14-Tonner laden. 14-Tonnen-Bagger mit Löffel und der sollte auch irgendwo nach Kaiserslautern auf ein Deutsche Bahn-Umschlaggelände. Keine Ahnung. Das mache ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir es. 12.30 Uhr und ich werde jetzt bei uns im Hof drüben einen kleinen Radlader mit Kehrmaschine laden. Die bringe ich nach Wolfstein in diese Firma. Ich glaube, wenn ich heute zu Hause geblieben wäre, hätte mehr Geld verdient. Ansonsten fahre ich nur hier rum. Fahr rum, steh rum.
Ja. Also jetzt hänge ich mal fertig zusammen. Dann fahre ich rüber in den Hof. Und lade die Kehrmaschine. Ich will es kaum warm. Es ist gleich 14.30 Uhr. Ich habe meine erste Tour gefahren für heute. Gleich. Eine Kehrmaschine, aber ein Vieh macht auch ein bisschen. Ne? Ja. Oh, noch eine links und eine Rechtskurve und dann bin ich da. Ich habe noch ein bisschen Öl von dem Dosan-Radlader, den ich letzte Woche noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich doch irgendwann den Dosan-Radlader, müsste der Dienstag gewesen sein. Den habe ich noch geladen gehabt und der hat auch dieses Leck gehabt. Davon habe ich jetzt noch ein bisschen Öl auf dem Tiefbett. Das alles nass wird, das verteilt sich ja, da könntest du meinen, da liegen 15 Fässer Öl drauf oder so. So, wenn ich jetzt ablade, ich vermute, Ablader wird schon ein paar Spuren machen. Kommunikation, hä? Ach, nee. Man geht's auch ohne viel Worte. Ach, ja. So, also. Jetzt ist die Rampe, aber die sieht leer aus. Da wird auch nicht mehr viel passieren heute. Gleich. Stelle ich mich hier irgendwo neben an die Seite und dann lade meine Radlader ab. Den Radlader stelle ich hier an die Seite. Der Hundsbrunzer, du. Ja. Der Hundsbrunzer ist so ein Pfosten. Der ist neu da. Wahrscheinlich haben zu viele Kollegen die Brücke rasiert hier. Ja, passt doch. So, jetzt fahren wir wieder ein Stück zurück.
und durchs Werk rausfahren. Der gelbe Pfosten, das ist ein Hundsbodensee. Weil die Hunde da das Bein heben. Ein Hundsbodensee. Ja. So stehen bleiben. Abgehängt habe, links kommt alles raus. Ne? Da hinten mehr kommt alles raus, kann alles herfahren. Ich glaube, ich bleibe so stehen. Ich lasse die Kamera hier. Genau, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. 15.45 Uhr, ich fahre gerade Sembach von der Autobahn. Fahre jetzt noch hoch in die Hausing. Auf den Heuberg und lade dort den R29. Geht morgen früh mit runter nach Meisenheim. Und dort lade ich dann den Cut 336 zurück. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass der erst zu uns in die Werkstatt geht. Und danach raus nach Frankenthal, weil er halt nicht mehr richtig schwenkt. Kein Schwenker. Ich werde zu Hause nochmal umladen, weil ich muss beim 336 muss ich einen Löffel mitnehmen. Oder? Hat mir gerade ein Zeichen gegeben. Komisch ist, ich habe es nicht genau gesehen. Egal. Und wenn der Löffel dabei ist, brauche ich die große Tieflader, das geht nicht anders. Und den Löffel muss die Werkstatt morgen früh auch erst noch abmachen. Der Schnellwechsler geht auch nicht mehr, also das ist ein richtiges Häufchen zur Zeit. Kann man morgen früh erst raus, ich denke morgen früh. Ich weiß nicht, ob wir heute Abend noch rausfahren. Der Löffel muss halt dann. Den Löffel. Ich bin wieder nicht beide Sachen. Genau, das macht so Sinn. Mich hat gerade irgendeiner überholt, trotz Gegenverkehr, und wahrscheinlich wird er davon am nächsten Kreisel abbiegen. Löffel muss dann mechanisch, ich bin echt nicht beide Sachen, abgemacht werden. Ich weiß nicht genau, wie die das machen. Wahrscheinlich die Ventile drucklos und dann mit dem dicken Hammer und mit dem Eisen werden dann die Bolzen eingeklopft, denke ich mal.
Jacke hängt voll mit Dreck. Ne? Ist jetzt halt ein bisschen schwerer, aber normalerweise passt es. 37, 6, 7, ja, es wird weniger. Maschinenwagen passt. Also 36 darf ich, ja. Ich bin 100 drüber. Sorry, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Also es ist wirklich, ich wollte es auch nie wahrhaben, aber er ist wirklich zwar an der Grenze, aber ich kann den Verkehr mit dem Dreieckser fahren. Danke! Ciao! Schönes Wochenende! Falls wir es nicht mehr sehen! Danke! So! Ich glaube, ich bin auf der Fahrtrichtung rechten Seite. Kann auch sein, dass es täuscht. Ja, könnte auch passen. Könnte auch passen. Also gut, den Bagger nehme ich jetzt mit nach Hause. Bin, wenn der Dreck ein bisschen mehr runter gewaschen ist.
So, ich habe leer. Muss ich noch schnell ein bisschen, kann ich so nicht fahren. Jetzt fahre ich bei die Liebherr und mein Tiefbett sieht aus wie Sau. Nehme ich jetzt schnell nochmal den Hochdruckreiniger. Ich stehe ja gerade hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Sorry, das war gerade. Das ist braun. Ja, und der Bagger ist blitzeblank sauber, da kann ich nicht mit so einem. Ich könnte vielleicht schon, aber ich mache das nicht, dass ich dann mit so einem versaute Tieflader aufkreuz. Ich mache schnell das Tiefbett ein bisschen sauber und dann. Richtig, dann geht's los. Und die halt meine,
YouTube-Videos gucken. Ich hab nie was dabei, ich komme mir so blöd vor. Geht sich bald. So, bis 20 nach 3. Ich fahre jetzt nochmal rüber nach Börsborn. Der Radler, der muss ja unbedingt weg dort heute. Aber lieber mache ich das heute als Montag. Montag ist wieder Schule. Und dann ist, was Schulverkehr angeht, ich schon wieder die Hölle los. Aber Gott sei Dank, ich muss nur den Radlader holen. Bagger hatte ein Kollege heute Morgen oder vorhin geholt. Und den Radlader kann ich per Achse rausfahren. Das mache ich auch so. Da bin ich immer links reingefahren, aber das mache ich, wie gesagt, heute Abend nicht. Heute Abend fahre ich weiter, nochmal raus. Ich weiß nicht, ob das klappt so. Ich versuche es einfach. Da oben, wo der Bus fährt, da oben werde ich irgendwo dann stehen können. Wenn die Gassen so eng sind wie hierher zu, dann wird das natürlich nicht gehen. Aber dann werde ich drehen irgendwo da oben und werde den Radlader dann hier rausfahren. Hier links die Straße, die bin ich immer rein bzw. raus. Das machen wir halt heute mal anders. Oder jetzt mal anders. Die Straße ist nicht wirklich breit. Ne? So, der Radlader steht da unten. Aber hier wird auch mal. Schade, hier steht ein Tieflader. Aber was denn hier? Bauhof. So, daneben geht der Weg runter. Hier neben geht der Weg runter. Bleib hier stehen. Da kann ich vorwärts reinfahren. Ne? Also drehen kann ich hier nicht. Aber ich darf die Autos noch kurz warten. Die Autos noch durch. Müsste ich mit dem Maschinenwagen runterfahren, das Tiefbett hier oben ablegen, mit dem Maschinenwagen runterfahren. Halt die Unterhose fest.
mach langsam. Alter. Ich fahre jetzt vorwärts zu Friedrich. Alles gut, alles gut, alles gut. So, das ist der Weg, der hier runter geht. Bleib hier stehen, ich hänge hier ab. Die Frage, ob ich das wirklich machen, weil eigentlich müsste das doch wunderbar gehen, oder? Und ich müsste später rückwärts leer wieder hochkommen. Das ist einfach, da stehe ich nicht sinnlos auf der Straße, blockiere keinen. Ich gehe jetzt erstmal ausziehen. Also ich mache es jetzt anders. Ausgezogen, schon abgehängt. Ich laufe runter. Hol mir den Radlader hier hoch, fahr den in die Wiese, hoffe, dass ich nicht versenke. Fahr dann mit dem LKW vorbei, fahr dann mit dem Radlader auf die Tieflade und komme dann wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich von da unten hochkäme. So, ich darf nicht ganz hinfahren, weil ich habe es Kabels drin. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. LKW-Schlüssel machen wir zu und die Kamera. Schauen wir mal. Bin jetzt 20 Meter gelaufen, ja. Also es ist doch sehr steil. Von der Höhe geht's. Wenn keine Äste im Weg. Ich glaube nicht, dass ich hätte. Das ist auch oben drauf auf dem Weg. Das ist alles randig. Ausgewaschen, ausgespült. Das von oben runter läuft. Ich hoffe nur. Also der Radlader fährt hier hoch. Ich hoffe nur, dass ich den nicht in die Wiese versenke. Das wäre... Ne? Freitagabend halt. Wird das passen? Ich hoffe. So. Blut. So, muss da hochfahren. Okay. Rennt der Planet aber so richtig noch mal vom Himmel heute Abend hier. Ne? Sorry, was ich jetzt mache. Den ich unterwegs verliere. Thank you.
LKW vor. Also Spuren kann man sehen, aber ich sink nicht ein. Bin ich natürlich vielleicht noch mal in die Wiese. Oder vielleicht reicht es auch. Kann doch reichen. Ja, man sieht ein paar Spuren. Aber es gibt kein Ärger mit dem Bauern. So, ja, das Schlimmste hätte man. Jawohl, Ausfahren muss noch klappen. Das Rausfahren muss noch klappen. Aber das sollte passen einmal. Sollte mindestens 4 Meter Luft sein. Ach, die Ketten schnell dran. Schnittsperre zu. Lenksperre, wie auch immer.
mal von hinten, oder ich verabschiede mich heute mal wieder von hinten. So rum. War bestimmt oder ist bestimmt eine recht lange Folge, diese Folge. Wenn sie nicht besonders lang war, dann habe ich sie geteilt. Wäre schön, wenn ihr die Folge auch teilen würdet. Boah, was ein Übergang. Alter! Brutal! Nee, Spaß. Aber natürlich dürft ihr das gerne machen. Ihr dürft auch gerne einen Daumen nach oben. Einen netten Kommentar. Das hilft mir und meinem kleinen Kanal hier sehr viel weiter. Natürlich dürft ihr auch einen nicht so netten Kommentar loslassen. Gar kein Problem. Werde ich mit leben können. Folge.